Und da sind wir wieder back zu Far Cry 5. Wir müssen Nicks Haus noch verteidigen. Ihr wisst, letztes Mal, wir haben... Ich arbeite, ne? Okay. Okay, Dude. Er hat ja sein Flugzeug wieder und kann jetzt richtig ausrasten, hat er gemeint, da draußen. Aber drinnen, ich meine, von unten ist er nicht so gut. Alter, was ballert hier eigentlich auf mich? Okay, der jagt die. Hallo. Wo ist denn der Nächste? Ah, da hinten. Habe ich gar nicht gesehen. Boah, in die Fratz. Und was hat der hier? Nichts, okay. Die kreischt voll. Baller wird hier gerade geklatscht. Nee, ne? Hallo. Hör mal auf hier. Wo ist denn die Frau? Schlossknacken? Ah, das ist also die Schlossknacken-Geschichte. Okay. Das ist wirklich schlimm hier. Aber wo sind denn die Feinde überhaupt? Ich meine, wo ist die Frau, die wir verteidigen sollten? Oh. Was, die haben ihn erwischt? So, Jungs. Zack. Zack. Oh. Komm, wir nehmen jetzt die hier. Damit geht's etwas schneller. Da war schon einer close. Hallo, hallo. Was ist denn hier eigentlich? Plündern? Wer ist denn da down? Ist das der Ding? Ist das der Nick? Oh Gott. Nee, halt, das ist... Moment. Ah. Andrew. Da sind doch schon Leute im Haus, Andrew. Wegen dem muss ich jetzt hier draußen rumrennen. Ja, komm. Wir gehen jetzt hier aufs Dach. So, raffiniert, raffiniert. Ist hier, wer hinterherkommt. Ist jetzt noch irgendwas? Ne, das war's. Ich komme schon. Wir sind im Hangar. Shit! Komm, schnell, schnell, schnell. Wer ballert hier auf mich? Von wo ist es? Irgendein Flugzeug? Für die Minute. So, nicht hier im Hangar hier rummachen. Da ist schon mein Bier kalt gestellt, du Bangert. Hallo. Bye, bye. Oh shit, oh shit. Okay. Oh ja, mach die bitte mal weg. Dankeschön. Krass, die mir gegeben haben. Da oben ist Munition. Cool, cool, cool. Was ist das hier? Achso, das ist diese Notiz. Ne, halt, das haben wir noch gar nicht gelesen. Aber jetzt nicht im Fight. Also angeblich macht er das. Ich sehe die gar nicht. Mach sie jetzt mal, hallo? Sichere den Hangar. Ja, der ist doch gesichert. Ich muss gesichert werden. Guck, wie sie beide auf mich zielen. Jawohl, jawohl. Sind jetzt down? Bye, bye. Okay, ich meine... Bye, bye. Shit, Mann. Was für ein Bullet Drop hat die Waffe hier? Auch einen kleinen. Das finde ich sau cool. Komm, geh down, Mann. Was ist hier los? Der Dödel wollte doch die Leute abklatschen, oder nicht? Ah, Mensch, hey. Muss ich jetzt da hoch? Nee. Geh mal ein bisschen näher dran. Ja, na also, es geht doch nicht. Heidi, nein, das hat aber ewig gedauert. Da kommen auch noch welche. Ja, ein Treffer. Das war ein perfekter Treffer, Monsieur. Oh shit. Bitteschön. Bye bye. Er bleibt einfach drauf rocken. Da kommen noch mehr über die Landebahn. Ich bin gespannt. Da hinten kommen welche. Ich bombardiere die Typen. Passt schon. Ich auch. Oh, oh, oh. Die sind noch alive. Die sind noch alive. Shee, shee, Bri. Shee. Ich bin der Tod von oben. Boah, da holt er sie weg. Andrew lebt auch noch, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ist er gerade hingefallen? Nein. Er ist noch alive. Da haben wir noch einen. Komm. Das ist ein richtiger Ultra-Fight hier. Ich erwarte einmal Blei. Frisch bestellt. Inge, leben die noch? Oh. Oh, okay. Dachte, ich würde treffen. Pisser. Oh, ich habe keine Pfeile. Ich habe keine Pfeile. Alle verballert. Ich brauche ein bisschen Munition hiervon. Ja. Geh mal jetzt halt vor.
Da kommt er wieder. Ja, war ja schon fast ein Treffer, Nick, ne? Was, die Bombe ging daneben? Ja, ich hab's gesehen. Mit den Taschen. Achso, die wollen ja direkt gehen. Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Nicht? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Kim, du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Tja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Ha? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. War das Zeichen von Super Smash Brothers Melee, was sie umhängen hat als Kette? War das eben echtes Zeichen? Wingman abgeschlossen. Leute, ich bin jetzt Global im Wingman. Nice. Wir hören noch kurz rein. Alter. Hallo. Ah. Schon hier lange bevor die Stadt gegründet wurde. Ich habe mir schon so manche Nacht mit Nicks Vater im Spread Eagle um die Ohren gehauen. Mhm. Ist ein guter Junge. Kümmer dich um die Familie, Deputy. Sie gilt als Symbol der Hoffnung im gesamten County. Okay, gut. Okay, die hat gemeint, packt alles ein und fliegt davon. Was sie jetzt ja doch nicht machen, denn wir brauchen ja auch die dicke Unterstützung unseres Pilots. So, kurz die Küche verwüstet, damit die Bescheid wissen. Und jetzt können wir richtig abgehen. Ah, es ist einfach edel. Das Spiel ist so geil. Okay. Wir wurden letztens noch irgendwann gezeichnet, aber die haben uns noch gar nicht erwischt. Fällt mir gerade ein. Also es müsste eigentlich bald ein Pfeil in unseren Arsch kommen und dann gehen diese Halluzinogene Geschichten weiter. Hört ihr das? Ich nehme einfach jetzt das Flugzeug und fliegt davon. So, Story-Angriff. Der WT, Tim hier. Hör zu, die Peggys fahren mit Tankwagen rum und klauen sich den ganzen Treibstoff. Ja, nice. Wahrscheinlich planen sie einen Angriff. Okay. Halte die Augen offen. Bin ich dabei? Bombe sie zurück in die Steinzeit. Ich wollte jetzt eigentlich das Flugzeug nehmen, um damit dann zur nächsten Mission zu fliegen. Und das mache ich jetzt auch, aber ich habe direkt durch das Flugzeug eine Mission bekommen, ja, ne? Ich dachte, das zeigt mir nur an. Verdammt, das habe ich bis hierher gehört. Ja. I'm crazy, girl. Auf den die Peggys Sprengstoff herstellen. Dasselbe Zeug, mit dem diese Arschlöcher Nick und mich angegriffen haben. Hallo? Schalte sie alle aus. Mein Vorschlag? Nimm Nicks Flugzeug. Der hat bestimmt nichts dagegen. Ist eine saugeile Idee, Snatch. So. Ich höre den Funkverkehr der Peggys mit. Oh, war ja klar. Sie haben dich durchschaut, Deputy. Es scheint zwei weitere Tankwagen zu geben und die wollen sie aus der Schusslinie bringen. Lass ihn nicht entwischen. No chance against me, bitches. Ich gehe jetzt erstmal zu dem, der näher ist. Das andere soll ruhig noch weiter davonfahren. Wir hören uns erstmal, denn ist alles noch in Ordnung. Ray, ich meine Andrew. Andrew J. Durkins, bist du noch da? Der chillt da hinten. Kann eigentlich auch irgendwas... Das ist ja ultra close hier. Sind wir nicht hier eben gespielt? Ist das nicht der Hangar? Das ist doch das, oder? Oh, da bin ich gerade beshired. Okay, Leute, ich glaube, ich brauche die Bahn. Achtung. Als Bombenpilot musst du halt auch einiges drauf haben. Er zieht ein Stück vorne dran. Batsch, Alter, Batsch. Aber der Konvoi lebt noch.
Oder ist. Wow. Was lebt da jetzt noch genau? Was genau ist da jetzt noch alive? Kölle alive? Oh. Was? Was passiert hier? Oh Gott. Warum sind wir so... Ah, die beschießen uns mit Blitz, oder was? Oh, nee. Okay. Alles klar. Da ist die Einladung wieder in die Underground-Geschichte. Während wir in dem Flugzeug saßen, hallo? Er hat sich ganz schön gewehrt. Auf. Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Ich hoffe, dass niemand den wir kennen da vorne. Nicht so aus. Meine Eltern waren die ersten, die mich die Macht des Wortes ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war... Klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber... Es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja, damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei! Frei! Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Wer von euch? Das ist Lektion Nummer 1. Jemand muss sich entscheiden. Hört auf, wir fangen mit dir an. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Bevor wir anfangen... Glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson zurück in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist etwas sehr Privates, oder nicht? Oh,
Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Oh, shit. Sind wir jetzt genuddelt? Hey, Deputy, falls du noch ein Flugzeug brauchst, komm einfach zum Flugplatz. Wir haben noch welche im Hangar. Wir können einfach heraus. Warte, da drüben ist was. Kann ich mir nicht... Das geht mehr oder weniger automatisch. Drück nur auf W. Oh, shit, Mann, ey. Boah. Also, geschafft. Okay, das erste Mal, dass wir uns selbst befreit haben. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie so eine induzierte Geschichte, die eigentlich gar nicht selbst erarbeitet ist, sondern nur eine Drogenerfahrung ist. Habe ich sonst nichts dabei? Ja, sonst haben wir nichts dabei. Da steht noch was. Okay. Komm her, du Lurch. Spuck dich kaputt. Hier ist nichts mehr, ne? Okay. Dann packen wir's. Boah. Der wollte uns irgendwie total eklig misshandeln, der Kerl. Versteckelt. Wo hocken die drin? In was für einem Gebäude? Ist das diese Anstalt, die wir ganz am Anfang gesehen haben? Nicht ganz am Anfang, die wir vor kurzem erst gesehen haben. Ich glaube, wir müssen hier runter. Könnte kurz wehtun. Fallschirm. Hier drin. Okay. Oh, hallo. Es ist dein Junge. Zack! Ah, habt ihr es gesehen? Das wär jetzt ein Dingkill gewesen. Ein Takeout über mehrere Leute hinweg. Er wurde eben als Links- oder Rechtsklick angezeigt. Das heißt, hätte ich es gedrückt, dann kann man mehrere Takeouts hintereinander machen. Ohne, dass die was merken. Wir testen es mal noch. Vielleicht ist das der eine, der hier rumläuft, der gerade eben... Ja, ich glaube, das ist der Kerl. Buh. Oh, fuck. Die verdammte... Warum... Oh, Gott. Woher wisst ihr, dass ich jetzt da bin? Woher? Wer hat euch das gesagt? Haha. Das war die. Okay. Hör auf zu labern, Mann. Du altes Ekelpaket. Achso, ja, ich sollte die Dagger vielleicht als separate Waffe ausrüsten. Ja, eine Bunker. Ah ja, eine Bunker, stimmt. Ich erinnere mich, das hieß es ja, wir müssen alles in den Bunker schaffen. Findet Deputy Hilton. Also das heißt, er weiß schon, dass wir unterwegs sind, ne? Er spricht ja zu uns. Pass auf, Doppel-Takedown, ich versuch's. Pass auf. Ja, okay. Das habe ich nicht hinbekommen. Ich hätte W drücken müssen, oder was? Auf der Xbox war das damals beim letzten Teil so, dass man... Ja, doch, stimmt. Auf die zu drücken, glaube ich. Achso, wir können uns die Waffen holen. Warum mache ich das nicht die ganze Zeit schon? Pistole sollte reichen. Alles, was du sagen musstest. Yeah. Ja. Klimpert das, wenn ich hier drauf glaube. Nee, total unrealistisch, total unrealistisch. Es könnte schlimmer sein. Weißt du, hier ja. Musst du nur beichten. Im Osten, tja, sagen wir mal so, zu viel Bliss kann einem auch zu Kopf steigen. Faith hat sich ihre Angel erschaffen, aber gut behandelt werden sie nicht. So, wir haben zwei Waffen. Okay, wir brauchen nur noch eine Main-Waffe. Revolverzeit, wie bei Counter-Strike. Da ist aber keiner. Was war eigentlich da hinten noch für ein Weg? Da ging es direkt bei diesem Rohr vorbei. Rolle wollte ich erst sagen. Ich meine, diese eine Rolle. Kommen wir hier auch einfach in den Raum rein? Ja. Oh shit, da ist direkt ein Angel. Oh Gott.
Alter, rollst du mich gerade? Ich bin ein... Fuck! Ich bin ein... Oh, shit. Shit, shit. Okay. Hallo, Angel. Hallo, Angela. Hier. Wow. Umgepustet. Okay, das war überhaupt nicht so geplant. Warum waren da so sackviele Leute? Hilfe, Hilfe. Da war ja alles voll. Oh, ich dachte, da rennt noch einer auf uns zu. Okay, wir haben es geschafft. Schade. Das wäre so ein achtfach Multi-Super-Duper Hans-Wurst-Kill geworden. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, wir sind doch jetzt von hier... Oh. GG, easy. Sind wir nicht eben von hier gekommen? Gerade... Hey! Oh, oh. Oh, no. Ich kenne deine Sünde. Sie treibt dich an. Jeden Gedanken, jede Aktion. Sie nennt sich Jezorn. Also, gestatte ich dir, sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Wir beide warten. Okay, aber... Hey! Ja, yeah, macht uns auf. Oh, nee, macht er nicht. Wir sollten vielleicht wegrennen. Weg, 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 weg. Du bist der Jähzorn. Hallo. Du bist auch so jähzornig. Alter, Leute, das Blitz kommt schon. Geht lieber weg. Denkt dran, zu viel Blitz ist nicht gut. Da werdet ihr jetzt einem Enkel. Jawollo. Danke. Können wir uns bitte heilen wieder? Das passiert irgendwie nicht. Ich muss mich selbst heilen. So. Ist doch nicht, noch nicht hier hochgestiegen, die Gülle. Oder wird die auch von oben? Wir sterben. Seht ihr das? Oh, shit. Jetzt, doch, wir sterben immer noch. Oh, no. Ah, ist das hell? Fuck! Deine Sünde verzweifelt. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. So viele Angels. Oh, Gott! Einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Seid ihr noch hinter mir? Ah, jo. Gott, komm jetzt auch noch. Kommen jetzt auch noch die Hunde oder was? Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal wohin er komm. Geht, Gott wird uns zu. Ja, ich wollte den Wingsuit anmachen. Ich wollte doch Wingsuiten. Ich wollte total coole wegfliegen. Oh Gott, das Bliss. Siehst du? Das ist die Macht des Ja! Ja, aha, ist das so? Ich glaube eher nicht. Das ist maximal die Macht von eurer Stinkesuppe da, die ihr da andauernd. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Ach ja? Komm doch her, du Arsch. Verdammte Scheiße, Jungspund. Ich hab die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich hab gehört, dass John dich erwischt hätte und hab mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Das mit Hudson tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Du wirst ihn rauslocken müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich an. Okay. Also zuallererst würde ich gerne mal eine Runde Wingsuit fliegen, dankeschön. Lass uns das direkt richtig verstehen. Oh. Unterwegs. Oh. Okay, Achtung. Huh. Na also, es hat funktioniert. Deputy, hör ja, zu. Bitte. Es gibt ein Problem. Eden's Gate hat etwas klargemacht, dass sie den Verkünder nennen. Aha. Das ist ein gottverdammter Panzer. Sie wollen die Straßen zurückerobern. Und eine unserer Patrouillen steckt mittendrin. Sie brauchen deine Hilfe und zwar schnell. Okay. Ja gut, ist jetzt gerade schwierig, ne? Ah, sorry, Mission mache ich dir easy. So. Wir brauchen, also wir müssen an den Waffen laden. Dann kriegen wir da wieder unsere Waffen zurück. Oh, nee. Ich hab echt keinen Bock, von dem erkannt zu werden. Oder gesehen zu werden. Vielleicht gönnen wir uns hier kurz ein Fahrzeug. Die haben hier ja was. Die Jungs. Feind gesichtet. So, 3, 2, 1. Ich hab halt Reflex wie ein Adler, ne? Ich hab Reflex wie ein Iltis.
Sage mal, R8, was machst du? Wow! Gottes Willen. Steig da raus. B, steig da raus. Hallo. Sehr gut, Andrew, sehr gut. Du hast abgelenkt. Gut gemacht. Wir retten noch kurz die Leute hier. Und dann war's das. Doch, doch. Du kannst schon gerettet werden. Passt schon. Schon wieder der. Was ich vorhin noch sagen wollte, die. Oh, eine Pump hätte ich echt gerne mal. Vielleicht können wir was davon brauchen. Die Animation der Gesichter und die ganzen Bewegungen und sowas. Ich finde das schon echt ziemlich nice gemacht. Also wenn man da an Reihenfälle wie das aktuellste Mass Effect denkt, da ist es schon wirklich bombastisch. Wobei damit verglichen eigentlich alles bombastisch ist. Oh, der hat direkt eine Mission für uns, einen Prepper versteckt. Sehr schön. Ich habe gesehen, was die Peggys mit Miss Armstrongs Haus gemacht haben. Oh no. Hoffentlich haben sie den Bunker nicht gefunden. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass sie sich ihre Waffen... Ja, mir auch nicht. So. Also, missionstechnisch müssen wir hier zu diesem... Na, da können wir uns direkt hier hinbeamen. Achso, ja, es gibt jemanden, der sich alles aufschreibt. Das freut mich sehr. Vielen Dank an dich. Er hat schon geschrieben, wir haben einen Save vergessen. Hey, das war am Yachthafen. Ich höre den Funkverkehr der Peggys mit. Oh, war ja klar. Die haben dich durchschaut, Deputy. Halt, kam es nicht eben schon? Achso, die Mission von vorhin. Ist es ja. Okay. Sag mir, was ist denn da oben los? Achso, logisch. Da oben ist ja der Panzer, der killt alle. Wir müssen uns unbedingt jetzt eine Panzerschreck holen. Nein. Alles cool, ich bin da. Das hab nur ich, das war nur ich. Wie krieg ich jetzt meine Sachen zurück? Wir geben mal das Zeug weg. Ja. Geht auf Waffen. Kriege ich jetzt... Achso, da kann ich einfach meine Sachen wiederholen hier. Okay. Der Sniper wäre natürlich sehr, sehr schick. Wobei der Bogen ja auch der Hammer ist. Dann würden wir dadurch den Bogen ersetzen. Wir können jetzt mittlerweile alles holen. Ne, noch nicht alles. Oh. Oh. Okay. Die ist aber auch cool. P226 Artikel 2. Oh, wow. Das sind ein Fresser. Wir nehmen einfach jetzt unsere Uzi... Mit dem Schalldämpfer anpassen. Ist die jetzt auch genommen? Ah ja. So. Visiere brauchen wir, glaube ich, für die Uzi nicht, ne? Nee. Also es wäre. Sowas wäre schon eine coole Sache. Erhöht die Menge Munition deiner Waffe, du musst weniger auf nachladen. Das wäre schon eine coole Sache, und aber das brauchen wir nicht so dringend im Moment. Und jetzt holen wir uns noch die hier wieder zurück. Ja, anpassen. Haben wir die jetzt schon, oder was? Kaufen. Ich kann sie sehen. Ja, wir haben sie schon wieder am Start. Okay, alles klar. Wir sollten da auch einen Skin für holen, damit wir einfach unsere Waffen erkennen. Ich mache da jetzt noch einen kleinen Skin drauf, auch wenn es jetzt nichts Wertvolles ist. Nichts Überkrasses ist, was wir uns da leisten können. Ich mache es so, dass sie halt irgendeine... Was ist denn das? Club. Da muss man sich im Club anmelden. Im Club. Ich mache das hier. Ja. So, komm. Sonntag eins. Okay. Achso, wir wollten eine Panzerfaust holen. Bin ich bescheuert? Dude. We need Panzerfist. Da ist ja eine. Wo würde die denn stehen? Okay, die würde dann die Uzi einfach ersetzen. Passt schon. Wie jeder weiß, ist eine Panzerfaust ja auch genauso wie eine Uzi, also von der Größe her. Oh, das sieht ja ultra cool aus. Das sieht, naja, nicht so gut aus. Mit dem Ding dran. Das brauchen wir nicht. Ich hab voll Bock auf das Teil hier. Auf den Prestige-Skin. Der sieht echt cool aus. Ich glaube, den mache ich drauf. Leute, den mache ich drauf. Oder so ein Didi-Pad hier ist natürlich auch schön. Digital Vanille. Varnil. Großkatze. Bei Grün darfst du gehen. Karamellige Überraschung. Erdbeer. Oh mein Gott, wie geil. Okay, wir nehmen das hier. Boom. Ah, wir können es auch für 100 von diesem Scheiß holen. Ne, wir nehmen das. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Dass du es uns zurückgegeben hast, hat mir nie viel an Force End gelegen. Guck mal. Ziel bloß nicht auf mich damit. Ich würde sterben, wenn ich auf dich schieße. Drauf anlegen, wird es hässlich. Wow, enden. Wow. Das ist aggressive. Alter, Andrew, renn. Rück jetzt vor. Andrew, der ist gerade aggressive. Lauf.
Mir regt das eigentlich auch auf. Deputy? Okay, nice. Gut, dann machen wir jetzt gleich diesen Panzer down in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.